Heute in CT Uplink, SSDs, Mobilfunktarife und die Republika. Bis gleich. CT Uplink. Ja, hallo, neue Folge, neue Woche, CT Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und ich habe heute drei Gäste mit mir, sind da. Lutz Labs aus dem Hardware-Ressort. Ja, Urs Mansmann, Internet. Und Holger Bleich, auch Internet. Genau, und wir fangen heute mit Lutz an, weil der hat was mitgebracht. Wer was mitbringt, darf anfangen. Hast du was Kleines mitgebracht? Ich habe was Kleines mitgebracht, genau. Ja klar. Dabei. Darf ich anfangen? Ah, okay, nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Also wir reden heute über die immer noch über die grüne CT, das ist die 10. Und Lutz hat Thema hier, da ist der Titel, die Terabyte-SSDs. Hast Wenn du jetzt nicht noch den Zeigefinger drauf hättest, dann könnte man es auch erkennen. Terabyte-SSDs, genau, die hast du untersucht und verglichen. Und zwar, weil, also bislang ist es so, ich kenne das auch, dass wenn man im Rechner oder so sich überlegt, jetzt mal ein bisschen aufzurüsten und eine schnellere Festplatte reinzumachen mit SSD fürs Betriebssystem, dann war es meist so bei 256 Gigabyte. Genau. Jetzt war ich bei Megabyte. Nee, bei Gigabyte. Bei Gigabyte ist dann Schluss gewesen. Und jetzt sagst du in dem Artikel auch, dass es jetzt auch schon bei bis zum Terabyte geht, dass man es benutzen kann. Und hast die mal verglichen, oder? Ja, die Dinger gibt es ja nun schon ein bisschen länger. Ja. So ist es ja nun nicht. Und 256 Gigabyte sind für so einen, weiß ich nicht, normalen Büro-PC, wo man irgendwie sein Office drauf hat und ein paar Dokumente schreibt, immer noch völlig ausreichend. Aber sobald es dann eben losgeht, mein Gott, ich habe hier irgendwie ein bisschen MP3-Sammlung oder Bilder. Möchte mal irgendwie Filme schneiden oder sowas, hat man ja häufig noch so eine Festplatte so als Datenablage dabei. Die SSDs werden billiger, ja. Keine Frage, immer wieder. Und jetzt sind so die ersten Terabyte-SSDs für knapp über 200 Euro zu haben. Manchmal erwischt man auch ein Sonderangebot, dann kriegt man sie schon für knapp unter 200 Euro. Und das war nicht so der Grund, weshalb ich mir gedacht habe, oh mein Gott, dann vergleichen wir doch mal wieder ein paar. Genau. Und sehen mal so, ob sich das lohnt, so ein relativ günstiges Angebot zu kaufen oder ob man eben doch besser so 300 oder noch mehr Euro ausgeben sollte für die gleiche Kapazität. Und was ist das Fazit? Kann man das machen? Man kann das machen. Kann man schon machen. Man kann das einfach machen. Manche SSDs aus dem günstigeren Segment sind dann nicht mehr ganz so schnell, wenn sie relativ voll sind. Aber nicht ganz so schnell heißt ja immer noch um Faktoren größer als eine normale Festplatte oder dann schon nicht Da mehr. Muss man ja ein bisschen unterscheiden. Also ja. Man hat ja zwei verschiedene Geschwindigkeiten, die relevant sind. Nämlich einmal, ich schreibe eine große Datei drauf, zum Beispiel ein Video. Oder ich schreibe sehr, sehr viele kleine Dateien drauf. Bei sehr, sehr vielen kleinen Dateien muss halt diese Festplatte, ne, wenn wir jetzt nochmal auf eine alte Festplatte denken, den Kopf immer hin und her und dann ist da noch ein bisschen Platz und hier ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, die Zeiten, um eine kleine Datei zu schreiben, sind einfach deutlich höher. Das gilt beim Lesen natürlich genauso. Und das ist auch der Grund, warum, also eine SSD braucht halt nicht suchen. Die sagt einfach, jetzt gib mir das Inhalt von diesem Flash-Speicher und alles ist gut. Die muss nicht erst rumrotieren und darauf warten, vielleicht noch, dass die Spindel sich auch noch mal ein bisschen gedreht hat und dass dann die richtige Spur da ist. Die legt einfach los und liest. Und das ist der Grund, weshalb SSDs einfach schneller, also Windows oder andere Betriebssysteme, wesentlich schneller starten von einer SSD. Und deswegen sind immer diese zwei Geschwindigkeiten, sequentielle Geschwindigkeit und sogenannten IOPS, das sind die IO-Operationen pro Sekunde, relevant. Und diese IOPS liegen auch bei den günstigen SSDs noch im wahnsinnig guten Bereich. Da sind sie immer noch Größenordnungen schneller als Festplatten. Bei den sequentiellen, also sprich, wenn man also eine große Datei, draufschreiben möchte, da werden dann so einige SSDs schon, kommen dann schon beim Schreiben in den Bereich einer Festplatte. Aber eben nur, wenn sie sehr voll sind. Okay, also es ist so ein Ja, aber. Es ist mehr so ein Ja, aber egal. Genau, okay. Genau. Und ja klar, bevor man sich irgendwie überlegt, ich brauche eine SSD, ja, kaufe ich einfach, muss man sich noch überlegen, was habe ich eigentlich für ein Gerät, wo das rein soll. Und deswegen habe ich mal ein bisschen Hardware mitgebracht. Können wir mal auf die Johannes, wenn du mal auf die Detailkamera kurz klicken würdest, genau, das ist eine SSD.
Entschuldigung. Sie dürfen nicht am Tisch wackeln mit uns aus der Okay, Richtung. Ich werde gerade ganz vorsichtig sein. Das ist eine SSD, wie sie wohl wirklich jeder kennt. 2,5 Zoll und kommt einfach in Desktop. Die meisten Notebooks haben sowas auch noch. Dann gibt es etwas älter, sogenannte M-SATA-SSDs. Ich kann es vielleicht mal ein bisschen schräg halten nochmal. Dann sieht man sie vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser. Etwas breiter, etwas als die neueren sogenannten M2-Module. Die sind einfach ein bisschen länger, gibt es in verschiedenen Längen. Sogenanntes, das hier ist ein sogenanntes 2280-Format. Gibt es auch ein 2260, 2240, dann sind sie einfach ein bisschen kürzer. Diese Dinger passen in die modernen Notebooks und in auch fast alle aktuellen Motherboards haben so einen Slot, dass man da so eine M2-SSD reinstecken kann. Okay, also das heißt, und bei all den drei Kategorien hast du welche gefunden, die um die 200 Euro kosten. Bei den Mobil-SSDs, wenn wir mal sagen, die sind ja meistens erstmal in Notebooks, ist es noch relativ selten. Okay. Es gibt also M-SATA, gibt es nur eine einzige, das heißt, von einer Firma gibt es nur welche, nämlich von Samsung. Und in der Größenordnung. Natürlich gibt es andere Firmen, die M-SATA-SSDs bauen. Und von den M2-SSDs gibt es auch erst zwei. Von SanDisk und von Transcend. Und SanDisk hat es sogar geschafft, diese eine Seite sozusagen nicht zu bestücken. Das hier ist jetzt zwar nicht die SSD von SanDisk, sondern eine andere, aber die ist halt trotzdem nur einseitig bestückt. Dafür ist sie auch wesentlich kleiner. Weniger Speicher drauf. Was natürlich die Hersteller nutzen können, die Notebooks noch ein bisschen flacher zu bauen. Genau. Okay, genau. Also das heißt, und es war jetzt keine dabei, wo du sagst, dafür sind die 200 Euro komplett zu viel. Also die haben alle das gehalten, was man sich jetzt davon erwartet. Das sind schnelle Festplatten, die man einbauen kann. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, bei uns, du hattest das auch auf Heise Online so ein bisschen für deinen Artikel den zusammengefasst. Und da waren auch so ein paar Diskussionen im Forum. Also als erstes war, da können wir ja kurz nochmal drauf eingehen, nachdem das die Hauptdiskussion im Forum war, dass in dem Artikel stand, dass fast, wie hast du es formuliert, ich glaube, kaum ein privater PC läuft noch ohne SSDs. Und das war wahrscheinlich so, also unser Forum hat vehement widersprochen. Ja. Es sind wahrscheinlich die privaten PCs von CT-Redakteuren. Vielleicht kann man das wirklich so sagen, ja. Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben, aber in meinem Bekanntenkreis werbe ich natürlich auch mal dafür, irgendwie, Leute, baut euch eine SSD sein, ihr seid damit so einfach glücklich. Genau. Ja? Genau, aber das war jetzt nur die kleine, also eigentlich waren so Sachen, also was oft gefragt wurde, war, wie das mit der Zuverlässigkeit ist bei SSDs. Also viele sagen, also die da immer mal so kommentieren, das ist ja schön und gut, dass die so schnell sind, aber wer garantiert mir, dass ich in 10 Jahren noch drauf zugreifen kann? Jetzt weiß ich nicht, ob man das bei normalen Festplatten so sagen konnte. Sagen kann. Kann. Ja, das ist schwierig. 10 Jahre ist natürlich sowieso ein Zeitraum, in dem man eigentlich kaum noch denkt. Es gibt tatsächlich SSDs, die 10 Jahre Garantie haben. Okay. Ist aber eigentlich auch meiner Meinung nach ziemlich irrelevant. Ja. Und Festplatten tauscht man normalerweise eher sowieso nach 3 Jahren mal so sicherheitshalber aus, weil die Mechanik dann doch einfach verschleißt. Und tatsächlich ist es aber so, dass bei SSDs weiß man das. Ne? Da gibt es irgendwie so diese Terabyte-Written- Angaben, was weiß ich, dass man eben pro Tag nur 40 Gigabyte draufschreiben kann oder sowas darf man. Da gibt es natürlich für den Servermarkt SSDs, die darf man pro Tag mehrfach überschreiben. Das ist aber auch noch eine ganz andere Preisklasse. Aber bei Festplatten ist das Ganze ja auch ein Fall. Ja. Das ist auch ein Thema. Da gibt es inzwischen auch ein sogenanntes Workload Rating. Okay. Zum Beispiel eine sehr beliebte Archivfestplatte, diese Seagate SMR-Platte, diese Archive-HDD mit 8 Terabyte. Die darf also pro Jahr nur mit 180 Terabyte beschrieben oder gelesen werden, was gar nicht so viel ist. Ja, okay. Gut, aber also hier war es in deinem Artikel, hast du, glaube ich, die Werte auch angegeben. Also bei 2 stand irgendwas davon, 1 Terabyte pro Tag für 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, also das ist ja schon. Das ist. Also vor allem bei einem Terabyte, das war ja auch die Aussage in dem Artikel, geht es ja dann nicht mehr um die Arbeitsfestplatte, also die, wo das Betriebssystem drauf liegt, sondern wirklich um Sachen zu archivieren, um vorrätig zu halten. Genau. Also nicht die, wo man ganz, also jeder, außer bei Filmen hantiert man ja nicht jeden Tag mit
Terabyte wahrscheinlich. Lutz sagt ja immer gerne Datengrab. Ich finde das so negativ. Okay. Nee, das Datengrab hat uns der Chefredakteur quasi verboten. Okay. Genau, aber darum ging es ja. Deswegen ist die Frage ja schon nicht ganz von der Hand zu weisen, ja, wie viel es ist. Aber wenn man natürlich ein Terabyte pro Tag für mehrere Jahre schreiben kann, dann ist das ja wirklich erstmal zukunftssicher. Genau. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, je größer so eine SSD ist, desto mehr wird natürlich der Flash-Speicher, der da drin ist, abwechselnd genutzt. Mhm. Ah, okay. Ja, klar. Soll man hier unseren üblichen Disclaimer nochmal anmerken? Das enthebt uns nicht von der Verantwortung, ein Backup zu machen und regelmäßig ein Backup zu machen. Genau. Das getrennt von der Maschine aufzubewahren. Genau, getrennt von der Maschine. Das haben wir, Fabius, heute nicht hier. Der hätte das jetzt schon 5-mal eingeworfen. Aber wir können ja mal Werbung für die nächste CT machen. Da ist das Thema. Da kommt das Thema. Okay, dann das nächste Mal auch im Uplink. Ich habe auch noch als Hinweis, dass also die Kapazität natürlich immer noch unter dem von Festplatten ist. Ja, also jetzt für die Preise. Nein, ja. Für die Preise. Aber dass das ja nicht das Einzige, also im Forum wurde auch oft diskutiert so von wegen, ja, warum soll ich das Fünffache jetzt bezahlen oder das Gleiche für ein Fünftel der Kapazität. Das ist ja nicht das Einzige und das war ja gerade die Geschwindigkeit und die Erfahrung damit zu arbeiten. Also ich habe mir vor, jetzt glaube ich auch ein paar Monaten, eine SSD für meine Fotos noch in den Laptop eingebaut mit einem Terabyte und das ist schon andere Art zu arbeiten, wenn die Vorschauen alle gleich laden und nicht so, dass man jedes Bild schön schon angucken kann, da kann man schon vorsortieren, während der lädt. Das ist schon ein krasser Unterschied. Da hast du dann wieder die Sache, dass es eben nicht auf die Geschwindigkeit, auf die sequentielle Geschwindigkeit ankommt, sondern eben viele einzelne Dateien. Also eins würde mich noch interessieren, warum ist das eigentlich, warum verlangsamt sich das Tempo so, wenn die Platte voll wird? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja das sogenannte, ich wollte den Rahmen jetzt nicht sprengen. Okay, wir haben ja die höhere Themen schon dann. SSDs brauchen so ein bisschen Platz, 59, 58. Um zu arbeiten. Das heißt, es gibt da im Hintergrund, also wenn du hast meinetwegen eine SSD, die eigentlich ein Terabyte groß ist, aber auf der SSD selbst steht da 960 Gigabyte drauf. Ja. Das heißt, die Hersteller reservieren sich so ein bisschen Platz, um da hinten so ein paar Wartungsaufgaben zu erledigen. Es gibt das Wear-Leveling, das heißt irgendwie, dass die eben die Speicherzellen möglichst gleichmäßig abgenutzt werden. Das heißt, die verschieben da im Hintergrund fröhlich Daten hin und her. Und manchmal reicht dieser Platz anscheinend nicht aus, den sie haben. Und dann wird es langsam. Mhm. Okay, aber beim Terabyte, ja, hat doch gepasst. Genau. Also eine Sache habe ich dann noch zum Schluss, dass auch eine Frage war, wie das mit dem Stromverbrauch ist. Also wenn jetzt langsam die Preise sich noch nicht annähern, aber zumindest... lange noch nicht wirklich. Ne? Aber so die Richtung, zumindest wird das ja irgendwann... eine Frage. Dann könnte man sagen, spart man mit SSDs? Also dadurch, dass ja nichts Mechanisches... Jein. Natürlich. Das war jetzt wieder eine typische CT-Antwort. Okay, natürlich. CT-Antwort. Nein, aber es ist schon so, dass durch neuere Technologien, sagen wir ruhig mal, die ganzen Dinger energiesparender werden. Mhm. Also als Beispiel, Samsung hat es jetzt geschafft die waren ja Vorreiter bei dieser 3D-Technik. Ne? Also dass man eben nicht mehr die ganzen Chips planar aufbaut, sondern eben in die Höhe stapelt. Also einzelne Layer baut sozusagen, ne? mit einzelnen Zellen. Und die haben jetzt bis vor kurzem 32 Layer-Technik gehabt. Und jetzt haben sie 48 Layer-Technik. Und die Terabyte-SSD von Samsung, da habe ich extra ein altes und ein neues Modell genommen, die ist beim Schreiben und Lesen rund 1,5 Watt sparsamer. Okay. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so relevant, weil der meiste Betriebszustand einer SSD ist wahrscheinlich vor sich hin schnarchen. Ach so, ja klar. Okay, also noch über Prozessoren, genau, das ist die Antwort. Der Rest, ich zeige das ja auch nochmal rein, also der Rest ist dann im Heft. Da ist der Vergleich auch mit den, also du hast ja vorhin ein paar angesprochen, mit den verschiedenen Herstellern und den verschiedenen Baugrößen. Und da könnt ihr das alles noch nachlesen. In Ruhe nachgucken und uns sonst auch Fragen im Forum stellen. Also ich habe jetzt geguckt ein bisschen, was es schon an Fragen gibt. Vielleicht sind ja noch Sachen, an die wir nicht gedacht haben. Offensichtlich ist auf jeden Fall Diskussionsbedarf, haben wir im Forum gesehen. Ja, ist doch gut. Ja, eben deswegen. Das mögen wir. Wir freuen uns hier immer, wenn eine Reaktion da ist. Genau. Und jetzt gehen wir weiter zum Heft. Und zwar, ich glaube, 10 Seiten weiter. Hatte ich vorhin schon geguckt. Ganz clever, aber nicht vorgeblättert. Urs, du hast, wir haben vor 2 Wochen schon über Mobilfunk gesprochen in einer ganz anderen Sendung. Jetzt sprechen wir wieder über Mobilfunk. Du hast Mobilfunktarife
verglichen. Ja, bisschen Fleißarbeit. Genau, das zeige ich jetzt hier schon mal, bevor wir das dazu sprechen, bevor wir rein sagen, das ist die Fleißarbeit. Ende des Artikels ist eine zweiseitige Tabelle mit sehr vielen Zahlen. Aber jetzt erstmal so grundsätzlich. Also was hast du, worauf hast du geachtet und wonach hast du gesucht? Ja, ich habe Smartphone-Tarife gesucht. Tarife, mit denen ich ins Internet komme, mit denen ich aber auch telefonieren kann. Jetzt nicht unbedingt eine Onet-Flat, dass alles kostenlos ist an Telefonaten, sondern einfach, ich möchte telefonieren und surfen, weil es gibt auch reine Datentarife. Die kann ich natürlich auch in Smartphone nutzen, aber dann funktioniert die normale Telefonie eben nicht mehr. Ja, und gibt es da so große, ich habe ja dir schon neulich erzählt, dass ich da nicht so drauf gucke, gibt es da so große Unterschiede? Riesenunterschiede. Okay. Und zwar gerade zwischen Prepaid und Vertragstarifen, weil Prepaid-Tarife in der Regel grundgebührenfrei sind und bei den Vertragstarifen fällt immer eine Grundgebühr an. Ja. Und die fällt doch bei einigen Tarifen, gerade von den Netzbetreibern, ziemlich hoch aus. Fängt teilweise bei einigen Tarifgruppen bei 30 Euro pro Monat an. Das ist schon teuer. Also, da kriege ich nicht allzu viel dafür. Genau, und das heißt, die anderen Kosten, die ja bei Prepaid eigentlich dann früher mal deutlich höher waren, also Gesprächskosten, Internetkosten. Das ist ganz lange her, das war ganz am Anfang bei der Einführung, war Prepaid Anfang, ich glaube es war in Nullerjahren oder Ende der 90er, als die ersten Prepaid-Produkte kamen, die waren erheblich teurer als die Vertragstarife. Genau. Bei den Vertragstarifen gab es eine Grundgebühr und bei den Prepaid-Tarifen gab es keine Grundgebühr. Die haben das dann durch höhere Gesprächsgebühren wettgemacht. Genau. Das hat sich über viele Jahre entwickelt. Das heißt, die Gesprächsgebühren sind runtergegangen, sind jetzt unter die von den Vertragstarifen gefallen und es gibt immer noch keine Grundgebühren, außer für Datenvolumen. Wenn ich pro Minute oder pro SMS bezahle, dann gibt es keine Grundgebühr bei Prepaid. Darf ich mal fragen, welchen Grund gibt es da noch einen langfristigen Vertrag abzuschließen? Die Gesprächsgebühren sind Belege, Daten tun sich wahrscheinlich nicht so viel. Es gibt noch ein paar Gründe. Erklär mal. Es ist das Handling. Ich kriege am Ende vom Monat eine Rechnung und ich kann in der Zwischenzeit so viel telefonieren, surfen, wie ich will. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Nicht nur Nutzen, sondern auch Risiko. Ich kriege einige Leistungen nur mit einem Vertrag, beispielsweise eine Rechnung, wenn ich es unter Steuer absetzen will. Es wird schwierig mit einem Prepaid-Produkt und eine Multisim kriege ich auch nur als Vertragskunde, nicht als Prepaid-Kunde. Okay, aber das und du kriegst halt subventionierte Handys, ne? Aber die kriegst du ja auch bei Prepaid. Nein, die subventionierten Handys, das läuft inzwischen vollkommen separat. Ich kriege den Vertrag ohne Handy und kann dann dazu die Option Handysubvention wählen. Und wenn ich dann ausrechne, was das alles zusammen kostet, komme ich im günstigsten Fall auf den Normalpreis des Handys, also nicht auf den Schnäppchenpreis, wenn ich irgendwo bestelle, sondern nur den Normalpreis. Und im ungünstigsten Fall lege ich 100 bis 200 Euro drauf. Ich habe übrigens so einen Kongstar-Tarif, der zwar ohne Vertragsbindung ist, aber wo ich am Monatsende eine Rechnung kriege, ist das Prepaid oder ist das ein Vertrag? Das ist so ein Zwischending irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, ob das. Kongstar gibt es sowohl als Prepaid-Produkt als auch als Vertragsprodukt. Rechnung am Monatsende deutet eher auf einen Laufzeitvertrag hin. Aber dann halt monatlich kündbar. So. Monatlich kündbar. Ja. Laufzeitvertrag heißt nicht lange Laufzeiten. Das ist eine neue Entwicklung, dass immer mehr Angebote kurze Laufzeiten haben. Teilweise muss ich ein bisschen Aufschlag bezahlen. Das kann zwischen 1 und 5 Euro pro Monat liegen. Hab aber dafür kurze Kündigungsfristen. Würde ich auf jeden Fall machen. Nicht jetzt auf 24 Monate binden, weil der Mobilfunkmarkt wieder kräftig in Bewegung ist, weil da gerade die Karten neu gemischt werden. Okay, das heißt also, so wie du es jetzt auch gesagt hast, in den meisten Fällen, wahrscheinlich für unsere Zuschauer und Zuhörer, ist dann Prepaid schon der naheliegendere Tarif. Prepaid, also, Prepaid ist kostensicher und Prepaid ist günstig und das Handling ist auch nicht so umständlich. Ich muss mir keine Ladekarten holen, ich kann alles online aufladen. Okay. Über Kreditkarte oder PayPal geht auch. Man muss es nicht per Abbuchung machen. Okay. Du hattest dann noch so ein paar andere Sachen. Du hattest auch diese Auslandsoption, da gibt es auch Unterschiede. Das ist ja jetzt gerade in Bewegung. Das hatten wir in der Heise Show neulich. Also da muss man, sollte man drauf aufpassen, wenn man unterwegs ist, jetzt zumindest im
vor Vertragsschluss einfach nochmal reinschauen, was speziell bei Auslandsgesprächen, also Gesprächen in Ausland und bei der Nutzung im Ausland geboten wird. Da gibt es große Unterschiede. Genau, und da hast du auch vorgeschlagen, dass man sonst, wenn man das zum Beispiel häufig macht, in ein bestimmtes Land, vielleicht Verwandte oder Freunde, dass man dann so eine Multisim, es gibt, da gäbe es Verträge, ja, Es gibt sogenannte Ethnotarife, gerade wenn es um Telefonate in die Türkei geht, nach Syrien, nach Pakistan. Ja. Die werden in kleinen Mobilfunkläden verkauft. Das sind dann spezielle Anbieter, Ortel, Lebara, Leica Mobile, die extrem günstige Auslandstelefonate anbieten. Die sind also auf dem Level von den günstigsten Call-by-Call-Anbietern im Festnetz. Also teilweise 1 Cent pro Minute in Mobil- und Festnetze in Afrika oder in Asien. Genau, und da würde es sich dann ja lohnen, so eine Doppel-SIM, also Dual-SIM zu haben, wenn man jetzt sagt, man will vielleicht auch nochmal. Das Problem ist, dass diese günstigen Auslandstarife meistens mit ungünstigen Internettarifen kombiniert sind. Genau, das heißt, ich zahle dann zum Ausgleich mehr fürs Internet. Und wenn ich 2 SIM-Karten in einem Handy habe, kann ich die günstigen Sprachtarife und die günstigen Internettarife elegant miteinander kombinieren. Genau, das klingt schon clever. Dann habe ich auch noch, LTE ist ja nur auch noch so ein, also inzwischen ist das überall dabei? Nein. Noch nicht überall dabei, aber bei den Netzbetreibern inzwischen überall dabei. Und jetzt muss man unterscheiden, Netzbetreiber, Telekom, Vodafone, O2 und dann die Provider, die Töchter beispielsweise Congstar von der Telekom, Five von Vodafone oder Phonik von O2. Bei denen ist LTE nicht dabei oder man hat super Glück und es ist dabei. Bei Congstar ist es bei manchen Verträgen dabei, bei anderen nicht. Schwer vorherzusehen, wo und wo nicht. Also bei Five ist es garantiert nicht dabei. Also im Vertrag muss man vorher halt gucken. Also da steht es ja drin. Dann. Und dann gibt es noch die Variante, die habe ich bei Congstar zum Beispiel. Ja. Um das zu ergänzen. Der berühmte Tarif. Also ich hab zwei LTE mit drin. Aber gedrosselt, ne? Das gibt es halt auch noch. Also ich bin halt gedrosselt auf GPS-Geschwindigkeit. Ja, und LTE aber dann, ist... Was hat man da davon? Geringere Latenz. Also die Seiten bauen sich trotzdem schneller auf. Das merkst du schon ganz schön. Okay. Finde ich. Die Latenzzeit ist wirklich entscheidend. Und was viele Leute nicht wissen, das LTE-Netz bei Vodafone und der Telekom ist inzwischen wirklich bundesweit ausgebaut, auch auf dem flachen Land. Das UMTS-Netz nicht. Aha. Das heißt, wenn ich nur GSM und UMTS habe... Entweder im Handy oder im Tarif, dann kann ich das LTE-Netz nicht nutzen und dann habe ich an vielen Stellen nur GPRS oder Edge-Empfang, wo andere LTE haben. Und das macht einen gewaltigen Unterschied von der Verfügbarkeit. Okay, ja krass. Und dann habe ich auch noch hier stehen, also bei den Flatrates, das ist so das, wo ich immer am meisten drauf geguckt habe. Also es ist immer noch so, dass man keinen Handytarif kriegt, wo man wirklich, keinen Handyvertrag, wo man unbegrenzt Internet. Nein, Internet unbegrenzt gibt es nicht, aber Telefonie und SMS unbegrenzt gibt es schon länger. Und die Preise sind jetzt auch im freien Fall. Das günstigste Allnet-Flat-Angebot kostet 7 oder 8 Euro im Monat. Okay. Und bei Internet ist immer noch, hast du, glaube ich, 1 Gigabyte ist so die Grenze, ab der es deutlich teurer wird. Da wird es dann richtig teuer, weil es gibt keine Mengenrabatte, sondern wenn ich 5 Gigabyte habe, kostet es 5-mal so viel wie 1 Gigabyte. Und bei kleinen Mengen, bei 100 oder 200 Megabyte im Monat, habe ich dann einen Mindermengenaufschlag. Das wird dann nicht linear günstiger, sondern das fängt dann bei 5 Euro an für 200 Megabyte und 1 Gigabyte kostet 10. Ja, genau. Das heißt aber umgekehrt, dass du, wenn du weißt, du brauchst sowieso 3-4 Gigabyte oder sowas, sollst du dich gleich nach einem 5-Gigabyte-Tarif umgucken, ne? Und nicht einen 1-Gigabyte-Tarif nehmen vor allem, und dann ein Paket. Ich kann bei allen nachordern, ich kann nachbestellen, wenn es nicht reicht und das ist dann überproportional teuer. Also es gibt ein Angebot, ich glaube, es ist Alditalk, wo ich dann ein Top-Up kriege, wo ich quasi nochmal nachladen kann, das einmal gekaufte Volumen für ein paar Euro. Das ist aber die Ausnahme. Normal ist, dass dann 250 Megabyte beispielsweise für 5 Euro verkauft werden. Und das wird richtig teuer. Aber das ist dann zumindest einmalig. Also ich erinnere mich an einen Tarif, wo ich dann den Vertrag hätte ändern können. Direkt im Monat jetzt so, aber so eine richtige Sache für irgendwie mehrere Monate dann. Also nicht nur, wenn ich in einem Monat mal aus irgendeinem Grund drüber bin. Aber da gibt es eine neue Tariffalle, Tarifautomatik. Ja. Das heißt, es wird 2-mal zwangsnachgeladen, wenn man am Ende vom Volumen ist. Ja.
Man muss dafür 3-5 Euro nochmal hinblättern für eine kleine Nachladung. Und die wird zweimal abgebucht und dann wird gedrosselt. Dann wird gedrosselt. Mhm. Okay, also das heißt, meine App, die immer guckt, wie viel Megabyte ich jetzt gerade habe, werde ich noch eine Weile brauchen. Ja, und das sollte man auch aufmerksam verfolgen und dann auch den Tarif wechseln, wenn man merkt, es ist viel zu wenig oder deutlich zu viel, was man sich da bestellt hat, den Tarif wechseln und günstigeren raussuchen. Okay, genau. Und das ist das Schlusswort, weil, also für dieses Thema, nicht für die Sendung, das Raussuchen ist hier. Das ist also Seite, ich sag's gleich, 126 in der aktuellen CT, also wirklich sehr viel, das kann man sich in Ruhe durchlesen, da sind alle drinne, alle Anbieter und da kann man genau gucken, was man braucht und ja, abstreichen wahrscheinlich am besten, was man nicht braucht. Genau, durchstreichen, was man nicht braucht. Genau, und dann kommen wir jetzt zu dir, Holger. Ich hätte eine elegante Überleitung für dich. Hast, dann mach mal die elegante Überleitung, natürlich. Ich war auf der Republika, komme ich gerade direkt zurück aus Berlin, auf der Netzkonferenz Republika, wo es allerdings immer noch unglaublich schwierig ist, einen Internetzugang zu kriegen. Also das WLAN hat wieder überhaupt nicht funktioniert dort, wie jedes Jahr, das ist Tradition. Mit der Folge, dass eigentlich nur verzweifelte Leute rumgerannt sind, die gesagt haben, aber 2 Tage mein Datenvolumen für den ganzen Monat schon aufgebraucht, was mache ich nur. Das war eines der größten Probleme, die dort diskutiert wurden. Okay, also sollten Sie sich mal beim Chaos Computer Club, der das beim CCC-Kongress immer relativ gut hinkriegt. Die kriegen das viel besser hin. Aber das sind ja auch Techniker, keine... Naja, aber auf einem Netzkongress sollten ja vielleicht auch ein paar, also so viele Leute, wie inzwischen da sind, das ist schon großartig. Das ist einfach wahnsinnig. Es ist so geballt, auf so engem Raum so ein Netz zur Verfügung zu stellen. Das geht, das kriegen die nicht hin. Das ist auch fast unmöglich. Also es ist jetzt die zehnte Republika gewesen? Oder ist, also während wir aufzeichnen, ist sie es noch. Wenn die Sendung rauskommt, ist es gewesen. Und es war voll. Das war so voll wie nie, ja. Die haben wieder vermutlich wohl den Rekord gebrochen, also mit 8000 Teilnehmern, so wie es aussieht. Das ist schon enorm, vor allem auf dem Gelände, das ist zwar groß, aber so groß auch nicht. Also es war schon sehr, sehr geballt. Und bist du jedes Jahr dort oder warst du jetzt? Ich habe letztes Jahr geschwänzt. Ja. Das ist ja so ein Atlassentreffen, so wird es ja auch mal genannt, der netzaffinen, netzpolitischen Nerds, wie auch immer, wobei es nicht mehr so besonders nerdig war wie sonst, fand ich dieses Jahr. Und wenn Minister da sind, dann. Aber so ein bisschen Vergleichsmaßstab habe ich schon und ich habe so voll auch noch nie erlebt. Wie fandst du sonst die Stimmung und wie ist das so allgemein? Wetter war gut, glaube ich, ist gut. Wetter war Montag super und das ist natürlich echt, weil der größte Teil ist natürlich Networking bei so einer Konferenz. Und das Schöne ist da, es sind da mittlerweile zwei Außenhöfe und da wird auch viel Mehrwert draufgelegt. Früher war das alles so ein bisschen stiefmütterlich, jetzt gibt es so eine Relax- und eine Networking-Area eigens eingerichtet, wo es dann Craft Beer gibt und Craft Food und finde ich, ein ziemlich teures Geld. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also das sind Vorträge, die stattfinden? Das ist der absolute Informations-Overkill, der da stattfindet, meine Begriffe. Das ist auch das, was mich immer meistens unter Stress setzt. Also es gibt in der Regel mindestens 7 Panels parallel, 7 Bühnen parallel, die bespielt werden. Also es gibt 2 große Hauptbühnen, dann gibt es 3 große Nebenbühnen und dann halt viele kleinere Slots mit Workshops und Vorträgen und so weiter. Wir waren übrigens auch vertreten, also Kollege Jan Keno hat VR-Brillen vorgestellt und unser Verlagsjustiz ja, Jörg Heidrich hat was zum Thema Hass im Netz erzählt, was auch wirklich, das war wirklich eines der Schwerpunktthemen, in denen wir auf der Republika hatten. Das war eigentlich das, was wirklich konkreten aktuellen Bezug hatte. Der Rest war eigentlich fast wie immer. Genau, also Hass im Netz hat auch Sascha Lobo, glaube ich, aufgenommen. Der hat es auch thematisiert in seinem üblichen Jahresrant, den er immer dann am ersten Abend macht. Es waren aber ganz viele Vorträge, es waren teilweise sehr emotionale Vorträge auch. Also mir am besten gefallen hat ein Vortrag, den ich am Dienstag gehört habe. Also am 3. Mai von Caroline Emke, das ist eine freie Journalistin, die früher auch beim Spiegel war und für die SZ jetzt eine Kolumne schreibt. Und die hat wirklich ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass wir auf Facebook und woanders gucken sollten, also es ging um Hass, um Definition von Hass und Raster des Hasses. Sie hat das am Beispiel dieser Busblockade, Klausnitz war das, hieß das, festgemacht und hat das ziemlich genau analysiert, was da auch im Netz passiert ist, begleitend dazu. Und sie hat halt gemeint, wir müssen viel mehr dazu tun, die vorbereitenden Handlungen, die zum Hass führen, besser zu bekämpfen, auch im Netz. Sehr grob zusammengefasst, das ging fast 1,5 Stunden. Aber sie hat Standing Ovations bekommen, das ist auf der Republika auch nicht so oft. Okay, ja, also das Thema hatten wir ja auch schon, du hast es auch schon gehabt hier und es wird uns irgendwie
bleiben, leider. Ja, so. Es war halt war so viel diskutiert in auf dem Panel, aber auch auf vielen anderen Panels. Was macht man? Gegenrede ignorieren, juristisch vorgehen. Das sind Dinge, die immer wieder diskutiert wurden, aber es hat auch niemand ein Patentrezept. Genau, also das ist wahrscheinlich eine Kombination von allem. Es ist einfach, die Diskussion wird geführt, aber es ist noch nicht, dass jemand gesagt hat, ich habe es gefunden. Das Rezept. Nee, ich glaube, es gibt auch das Patentrezept nicht. Also es gab halt nur eine Menge Plädoyers dafür, nicht mehr wegschauen, sondern aktiv werden. Also weil bislang ist es ja nicht nur so, dass es das Patentrezept nicht gibt, sondern so selbst Rezepte irgendwie zu vielen scheinen. Wir wollen ja noch gar nicht die Lösung, sondern erstmal so, dass man das Gefühl hat, damit. Aber halt nicht passiv bleiben und ignorieren. Das war auch das, was Sascha Lobo, glaube ich, so jetzt kurz zusammenfassen, sein Rant. Und ansonsten waren halt die üblichen Themen wieder vertreten. Genau, also, ich habe es mal aufgeschrieben, also wir können es auch mal zeigen. Wir ich habe auch eine Liste dabei. Heise Online. Ich habe hier auf Heise Online ein paar Artikel, vielleicht kann Johannes mal draufschalten. Wir haben ja auch berichtet und berichten ja auch noch von der Republika. Also Snowden war Thema immer, das meinst du sicher, üblicher Verdächtige. Ja. Snowden wurde zugeschaltet, das ist der hier. Und wurde auch noch in neue Sphären gehoben. Das fand ich ja ein bisschen irritierend. Ein Philosoph aus Frankreich, der meint, dass Edward Snowden, Assange und Chelsea Manning schon quasi nicht mehr, dass normale Gesetze für sie nicht mehr gelten. Sie sind quasi überstaatlich. Die Handlungen, die sie machen, sind überstaatlich. Ich würde mal sagen, diskussionswürdig. Ja, würde ich auch sagen. Genau, aber auf jeden Fall ist es noch ein Thema, weil natürlich jetzt so insgesamt, das kriege ich ja auch mit, ist das so ein bisschen eingeschlafen. Es geht mehr um die Folgen als die Person. Also ich meine, Edward Snowden sitzt immer noch in Russland, der konnte immer noch nicht kommen. Aber es war halt ein allgemeiner Tenor, auch sowohl bei Lobo als auch einer der Mitveranstalter ist ja Markus Beggedahl von Netzpolitik.org. Der macht auch immer am ersten Tag dann eine Bestandsaufnahme, was hatten wir uns eigentlich vorgenommen, so als auf der netzpolitischen Agenda, die digitale Gesellschaft und so weiter und die Zivilgesellschaft, was wollten wir ändern und was haben wir geschafft, und das war halt schon ein sehr, sehr negatives Fazit, was er in diesem Jahr gezogen hat. Also ACTA wurde zwar verhindert, aber dafür gibt es jetzt TTIP und TISA. Ne? Und, die Vorratsdatenspeicherung ist wieder da, also alles, wofür man lange gekämpft hat, Netzsperren meint er, kommen über die Hintertür gerade durch die EU wieder rein, und jetzt gerade aktuell auf der Agenda ist der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch kommen wird. Also alles, was verzögert wurde, wurde aber nicht im Endeffekt verhindert oder geblockt, sondern kommt jetzt über irgendwelche anderen politischen Kanäle wieder auf die Tagesordnung. Genau. Eine Sache, die ich da hier aufgeschrieben habe, war eine Debatte über Netzneutralität, die ja von der EU jetzt so festgeschrieben wurde, dass sie nicht festgeschrieben wurde. Ja, das ist halt auch Tradition auf der Republika, dass es manchmal ein bisschen fremdschämen muss, ich muss ganz ehrlich sagen. Also wenn die etablierte Politik dort eintrudelt. Ne? Also in diesem Jahr war es zum Beispiel, da saß ich auch dann, EU-Kommissar Oettinger, der dann versucht hat, sein Konzept der Netzneutralität zu erklären. Aber es ist dann wirklich, ne, wenn er das erstens vor sehr viel Kenntnis bestückten Leuten tut, die ihm aber auch noch sehr negativ gegenüberstehen. Ne? Also der sitzt da wie das Kaninchen vor der Schlange. Er hat mir auch ein bisschen leid getan, ne? Und hat halt sein übliches Zeug gesagt. Ne? Von wegen. Und da gibt es dann halt Gelächter, wenn er dann sagt, wenn es einen Verstoß gegen die Netzneutralität in der EU gibt, wenn Sie Schlupflöcher finden, dann wenden Sie sich an mich persönlich. Jeder weiß, dass er sich niemals an Herr Oettinger persönlich wenden kann. Und das sind natürlich Lippenbekenntnisse, die kommen da nicht gut an. Ist ja klar. Genau, also waren diese Spezialdienste waren dann jetzt diskutiert, dass die quasi erlaubt sind. Und also das quasi ein Provider kann Spezialdienste definieren, die haben dann Vorfahrt im Prinzip. Genau, aber darauf ist angesprochen worden, das hat er aber einfach weggelächelt. Genau, das könnte ja alles sein. Ja. Also es könnte jetzt nicht nur der Notruf, wo vielleicht noch Leute sagen würden, verständlich, sondern Videos oder Spotify. Oder ja, er ist auch darauf angesprochen worden, dass die Telekom sogar angekündigt hat, dass sie gesagt haben, sie können sich gut vorstellen, dass sie Startups quasi Steuern nehmen, um sie durchs Netz durchzulassen. Ne? Was natürlich, glaube ich, auch nicht mal im Sinne von Herrn Oettinger wäre. Aber auch darauf ist er einfach nicht eingegangen. Das hat er wirklich wegignoriert. Aber sie konnten sich ja persönlich an ihn wenden. Er hat ja nicht gesagt, dass er sich dann persönlich... Dass er persönlich antwortet. Dass er persönlich auch reagiert. Also eine Sache, die ich noch spannend fand, war eine Diskussion über Geoblocking, wo also die Piratin im Europaparlament, ich glaube, es ist nur eine, Julia Reda, gesprochen hat und gefordert hat, dass sie komplett abgeschafft werden soll, weil gerade gibt es da auch eine EU-Initiative für, wo Geoblocking
also jetzt am Ende nur noch bedeutet, also das, was abgeschafft werden soll, ist, dass wenn ich als Deutscher nach Frankreich fahre, darf ich da weiter ZDF-Mediathek gucken. Mhm. Das ist das Einzige, was abgeschafft werden soll. Was ich jetzt interessant fand an der Debatte war, dass die Filmindustrie von einer anderen Richtung so total kritisch der Abschaffung von Geoblocking gegenübersteht, weil sie sagt, dann muss ja am Ende ihre Lizenz nur noch einmal verkauft werden. Und europäische Filmindustrie ist jetzt nicht so groß wie die amerikanische und lebt sicher auch davon, dass irgendwie gute deutsche Filme irgendwie in allen europäischen Ländern lizenziert werden. Mhm. Und dafür die Lösung von der Julia Reda war, dass sie hat, oder der Vorschlag war, man darf zwar die Lizenz dann, also verkauft sie nur noch einmal, aber die dürfen es nicht bewerben im Ausland. So, als das ist ja nur auch eher so ein bisschen um die Ecke. Also ja, die Debatte. Sowas wird sich nicht durchsetzen, glaube ich. Genau, also die Debatte, das ist auch auf Heise Online, das kann man durchaus mal nachlesen. Also auch wenn man, also ich bin ja auch, also ich bin gegen Geoblocken, also das nervt mich ja immer irgendwo, wenn man, also hier die anderen Geoblocks vor allem. Was übrigens noch ein Thema war, wollte ich noch, ja, wir klar. haben wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit. Nee, fand ich ganz interessant, war zum Thema Geoblocking auch, war das Thema Adblocking. Also Adblocker Plus war da, ne? Und da hat Peter Sunde, der Gründer von Flatter, hat Flatter Plus vorgestellt, ein neues Geschäftsmodell, was ich irgendwie charmant finde. Ich finde es ganz witzig. Nämlich, dass Flatter, also dieser Bezahldienst, genau. Wo du Webseiten quasi was spenden kannst, wenn du sie gut findest, per Knopfdruck, dass das automatisiert jetzt eingebaut wird in Adblocker, also die Werbung ausblenden aus Websites und das dann quasi den Verlagen über das gleichzeitig mit dem Prozess des Werbung wegblockens der entstandene Verlust für das Einblenden von Werbung via Flatter überwiesen wird. Und das soll kommen tatsächlich. Also sie haben jetzt für die nächsten Monate eine Beta angekündigt und in diesem Jahr soll das tatsächlich in Adblock noch eingeführt werden. Aber man muss natürlich dann auch Flatter-Mitglied werden, um genau, also die, um diese die Nutzer von Flatter, achso, die Verlage müssen Mitglied werden wahrscheinlich. Die Verlage müssen sich melden, klar. Genau, ja. Aber die Nutzer müssen das war sich aber ein Konto auch nicht so konkret. Ja, also die Nutzer müssen sich ein Konto anlegen und natürlich Geld genau. überweisen, so wie es früher. Also ich habe das mal eine Weile genutzt, als es glaube ich jeder benutzt hat, so für 2 Monate. Mhm. Da war es ja irgendwie so, dass man 10 Euro überweist und dann konnte man klicken und dann wurde das aufgeteilt pro Monat immer. Und die Frage ist natürlich, wie viele Nutzer, die jetzt Werbeblocker einschalten, das machen werden. Aber die sind optimistisch, dass sie damit Geld sammeln. Naja, sie bringen sich auf jeden Fall in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Verlagen. Also es war parallel, kurze Zeit vorher war noch eine andere Veranstaltung, wo nochmal Frank Rieger vom CCC in vollendes Horn gestoßen hat, dass wir Adblocker ganz einfach aus Security-Gründen brauchen, nicht irgendwie aus Gründen, weil wir die Werbung nicht sehen wollen, sondern weil es die besten, viel besser als jeder Virenschutz Einfalltore schließt, die über Ad-Server kommen. Okay, das hat natürlich gut zusammengepasst. Das haben Sie das schön, hat sehr gut zusammengepasst. Und es war eine sehr eindrucksvolle Demo von Frank Rieger, also okay. Der die ganzen Schwachstellen in den Browsern gezeigt hat. Genau, also alles auf Heise Online. Ich weiß nicht, ob alles da ist. Es werden noch Sachen kommen jetzt, wenn die Sendung da ist, ist alles auf Heise Online, so rum. Könnt ihr alles bei uns nachlesen. Im Heft wird auch noch außer was kommen. Vielleicht, dass wenn wir heute Abend noch eine Meldung machen sollten, es gibt immer ein großes Abschlusskaraoke, ach so, wo Bohemian Rhapsody gesungen wird vom ganzen Saal. Und, das möchte doch keiner hören, oder? Nee, es reicht vielleicht, wenn wir was verlinken. Ne? Das wird verlinkt. Also wie gesagt, aber das könnte sein, dass das morgen früh noch nicht ist. Ja, aber wir zeichnen ja auf für Samstag. Wir zeichnen jetzt auf, während die Republika noch läuft. Ach, das hättest du mir vorher sagen können. Ja. Das wusste ich gar nicht. Also wenn ihr das guckt und hört, ist alles da. Ansonsten bleibt mir noch Danke zu sagen. Wir haben einen tollen Brief bekommen mit einem Poster erstmal. Da euch fällt ja auf, dass wir hier immer versuchen, schöne, ordentliche Poster aufzuhängen. Also wir sind da sehr gespannt, ob das weitergeht. Wir sind neugierig auf neue Poster, schöne Nostalgie-Poster aus der, darf man die Werbung machen? Gibt es die Screen Fun noch? Wahrscheinlich nicht. Also gerne an uns schicken. Vielen Dank an den Einsender. Ich glaube, der ging an Fabi, deswegen habe ich jetzt keinen Namen. Aber danke, da der Zettel ist auch davon. Und ansonsten wünschen wir ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Uplink. Ciao. Uplink.